Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über YASI, der Suchmaschinensoftware für freie, unzensierte, anonyme Websuche. Das ist eine Suchmaschinensoftware, also es geht nicht um ein Portal, wo man freie Software finden kann, sondern um Software für ein eigenes Suchportal zu machen. Und das Thema Anonymität und Unzensierbarkeit, das ist so bei Suchmaschinen eigentlich ein sehr delikates. Wenn man eine Suchmaschine betreibt und man ins Suchlog reinguckt, dann findet man dann ganz tolle Sachen. Also es gibt zwei verschiedene Dinge, die Benutzer von neuen Suchmaschinen immer gerne am Anfang suchen. Also fast die allererste Sucheingabe, die man in einer neuen Suchmaschine macht, das ist dann die Ego-Suche. Ja, man gibt seinen eigenen Namen ein. Früher war das so, heutzutage weiß ich nicht, ob das noch so interessant ist. Also viele Leute geben ihren eigenen Namen ein und dann kommt schon recht bald danach dann eine Pornosuche. Und das ist also ein schöner Zusammenhang, den man dann herstellen kann. Das sieht also eigentlich lustig aus, ist aber gar nicht lustig, denn das ist eine gefährliche Sache. Denn derjenige, der den Zugriff auf das Suchlog hat, der kann damit ja einiges anstellen. Ja, also wenn man vermeiden möchte, dass Suchlogs und private Dinge, die man quasi in dieses Suchlog hineinbefördert, dass sowas gar nicht stattfinden kann, kann man eigentlich nur, wenn man die Suchmaschine selber betreibt. Ja, und das probieren wir halt und wir überlegen uns, was das bedeutet, dann selber die Suchmaschine zu kontrollieren. Also es ist wirklich so, jeder soll das Gefühl haben, wie das ist, so dieser Google-Administrator im Keller, na gut, die sitzen nicht im Keller, aber die haben dann diese großen Datencenter. Was können die denn da eigentlich? Ja? Wie sieht das aus, wenn man seine eigene Suchmaschine administriert und auch wenn es eine große ist? Suchmaschinen kennen die meisten Leute eben nur von diesem Suchschlitz, ne? Eine Suchseite, sind wir irgendwo drin und zwar in so einem Suchserver. Und was ist nun in diesem Suchserver drin? Die Funktionsweise ist meistens total unbekannt. Beispielsweise, dass bevor eine Suchmaschine Suchergebnisse ausliefern kann, müssen erst alle Dokumente, die Treffer sein können, müssen geladen werden, müssen indexiert werden. Und dann findet eine Verschlagwortung statt und auf der Anwenderseite entstehen dann halt verschiedene Dienste. Und der User hat nicht nur eine Websuche, sondern man kann auch durch Bilder und Medien durchgehen. Manchmal gibt es eine Suchnavigation und das Ranking ist halt auch eine interessante Sache, die der Benutzer manchmal beeinflussen kann, aber vor allen Dingen wird es eben durch den Hersteller des Suchportals eben beeinflusst. Naja, der Administrator bestimmt hier oben, was da drin ist. Also der Benutzer kann natürlich nur finden, was der Administrator da oben reingetan hat. Und durch die Benutzung entsteht eine Historie, die dann wiederum zu Benutzerdaten hier oben im Suchserver führen. Und die werden dann wieder benutzt, um Werbung zu machen. Man kontrolliert also das, was hier noch als Kontext in der Suchseite zu sehen ist. Und Alerts ist noch eine zusätzliche Funktion, die der Benutzer haben kann, wenn man also regelmäßig informiert werden will. Da gibt es diese Google Alerts, eigentlich eine praktische Sache. Die sind natürlich jetzt hier da drauf, weil man sowas auch selber machen könnte. Und um Alerts zu haben, muss man natürlich hier einen Account haben, was natürlich die Identifikation des Benutzers noch einfacher macht. Es gibt ja noch andere Dienste, speziell bei Google, aber das muss ich jetzt nicht nur auf Google beziehen, das ist ganz allgemein. Das sieht bei allen Suchmaschinen so aus, da wird immer mit Werbung wird Geld gemacht und die kann umso stärker sein, je besser man den Benutzer kennt. So funktioniert das im Prinzip, teilweise technisch, teilweise halt auch die kommerzielle Idee. So, und wir, wenn wir das jetzt selber machen, dann könnten wir von diesem Bild einfach mal das Überflüssige entfernen. Was wäre denn das Erste, was wir bei sowas wegtun würden? Also was wir nicht haben wollen bei so einer Konstruktion? Die Werbung, ja, weg damit. was tun wir dann weg? User-Kontrolle. Ja, der Account, damit wir nicht gleich unseren Namen da reingeben, das ist ja blöd. Und natürlich geht dann die Historie auch weg. Wir wollen ja nicht, dass er das speichert. Wenn da überhaupt nichts mehr ankommt, dann kann man auch nichts mehr speichern, ja, dann ist das weg. Die Alerts sind irgendwie interessant, die wollen wir behalten, ja, das ist eine tolle Sache. Ja, als nächstes überlegt sich dann wahrscheinlich der Admin, da hat er jetzt keine Lust mehr zu, da kann man ja kein Geld mit verdienen. Dann muss also der Benutzer muss selber der Admin werden. Und jetzt können wir uns überlegen, was wir denn gerne dazu haben wollen. Ja, wenn man das jetzt selber administriert, was wäre denn jetzt toll dazu,
zu bekommen. Also Nummer eins, Anonymität. Ja. Beim Suchen eben nicht mehr, das ist jetzt der Effekt, der entsteht, wenn man das selber macht, beim Suchen nicht mehr mit der eigenen Person identifiziert zu werden. Und natürlich hat hier vorher der Admin irgendwelche Daten reingetan, von denen er denkt, dass man die finden darf. Und zensierte Daten sind halt diejenigen, die vorher nicht dort drin waren. Wir wissen nicht so genau, welche das sind, weil was ja nicht gefunden werden kann, das existiert ja in gewisser Weise nicht. Ja? Aber es gibt eine Möglichkeit, da in diese Richtung zu gehen und herauszufinden, was das denn eigentlich sein könnte. Eigene Daten natürlich rein und dann bestimmte Dienste reintun, die vorher nicht drin waren. Ja, es gibt zum Beispiel bestimmte Filetypen, die ein Webbrowser nicht so direkt bei jedem aufmachen kann und die deswegen Google auch nicht reintut, beispielsweise Torrent-Files. Also Google findet keine Torrent-Files selber, wo man als Suchergebnis draufklicken kann, weil damit könnte ja der Benutzer nichts anfangen. Und solche Dinge kann man da reintun, FTP-Dienste. Das habe ich erst vor einem Monat das erste Mal gesehen, dass Google FTP Server mit dem FTP-Protokoll als Suchergebnis ausgeliefert hat. Das gab es vorher nicht. Und auch jetzt ist es schwierig, da ranzukommen. Also wirklich ein Treffer, der nicht so ein Webserver vor einem FTP-Server ist, der einfach nur einen Webzugang liefert, sondern wirklich mit dem FTP-Protokoll als Präfix die URL hat. Das kann man natürlich alles selber reinmachen und selbstverständlich auch andere Dienste wie SMB oder Filesystem. Und dann macht man sowas rein, was dann noch dazugehört, Filebrowser, Downloader, Zitierung. Das ist die Idee, dass man zum Beispiel in den Textstellen-Äquivalenz-Autosuchfunktion hat, um so eine Art Autoplagiatsuche auch in der Suchmaschine zu haben. Ja, das funktioniert. Und andere Analysen. Ja, andere Suchserver. Das heißt, man kann auch noch andere Suchserver, die irgendwo anders stehen, mit in der Suche einbeziehen, sondern also nicht nur die Suchmaschine, die man selber gebaut hat, sondern die auch noch. Das Ganze hat die Hauptpunkte, das Ganze ist anonym, es ist nicht mehr zensierbar und es hat mehr Funktionen, wenn man sowas selber macht. Und insgesamt ist es so, dass auch durch das Ranking eben Suchmaschinen Einfluss haben auf kulturelle Dinge. Denn Informationen und damit, also verlinkte Informationen ist ja Wissen. Wissen formt irgendwie die Kultur der Menschen und alle Menschen die gleichen Suchergebnisse zu geben, würde bedeuten, auch so eine kulturelle Normung zu definieren. Ja, wie macht man denn eine große Suchmaschine? Es gibt dazu ein Konzept, das nennt man ein Suchmaschinencluster, eine Suchmaschinenmatrix. Man nimmt mehrere einzelne Suchinstanzen, die eine bestimmte Kapazität haben. Also ungefähr performant läuft sowas wie mit ungefähr 10 Millionen Dokumenten in einem Suchindex, in einem Rechner. Und danach fängt man an, horizontal zu skalieren, wo man die Dokumentenmenge in mehrere Suchindizes verteilt. So skaliert man horizontal mit mehr Dokumenten und vertikal skaliert man, indem man das nochmal repliziert und dann bei Suchanfragen darüber alterniert. Ja, das ist dann die vertikale Skalierung. Und so ein Suchmaschinencluster, das ist normalerweise eben in so einem Datacenter und das gehört irgendeinem Unternehmen. Und die Idee bei Yassi war, dass wir dieses Suchmaschinencluster eben erzeugen, indem das auf den Privatrechnern bei den Leuten daheim ist. Diese einzelnen Instanzen sind dann eben Teile, die wir aus dem Datacenter herausnehmen und eben daheim in den eigenen Rechner reintun. Also wir nehmen nicht die Hardware, sondern nur die Software dazu. Und das muss in einer gewissen geschickten Art so miteinander vernetzt werden, in einer logischen Struktur, dass sich die Daten effizient verteilen, sodass sie auch geschickt gefunden werden können. Man nennt das eine Distributed Hash Table. Das ist hier visualisiert durch so einen Ring, weil nämlich die Hash Table eine bestimmte Ordnung hat und die Ordnung ist am Ende geschlossen. Und die Form, sowas darzustellen, ist dann eben ein Kreis. Und jeder Teilnehmer hier, der kann Webseiten in seinen Index tun, die dann eben verteilt werden in diesem Peer-to-Peer-Netz an andere Teilnehmer. Und wenn ein neuer dazukommt, dann sucht er an einer bestimmten Stelle in der Distributed Hash Table. Jeder hat die gleiche Zugriffsregel, sodass der weiß, wo vorher von einem anderen Teilnehmer die Daten hintransportiert wurden. Ja, das ist die Technik, um eben in so einem Netz die Daten zu verteilen, aber so, dass eben sie jeder finden kann. Das arbeitet zusammen mit Redundanzen und anderen Mechanismen,
die dafür sorgen, dass wenn ein Teilnehmer weg ist, dass die nicht alle Webseiten, die derjenige gespeichert hat, dann auch weg sind. Ja, es gibt natürlich das Ganze nicht nur als Konzept, sondern dieses Netz existiert. Da sind jeden Tag hunderte von Teilnehmern, die vernetzt sind. Es gibt immer welche, die dazukommen und wieder weggehen. Es gibt so eine Kurve, wo nachts etwas weniger Teilnehmer sind, tagsüber mehr. Über den Monat hinweg sind es tausende von Teilnehmern, die das Netz stabil halten. Und das sind alles Rechner, die bei irgendwelchen Leuten eben daheim stehen. Und jeder, der die Software runterlädt und startet und nichts eingibt, der ist automatisch Teil dieses Suchmaschinennetzes, unterstützt das Netz mit seinem Rechner und seinem Speicherplatz. Ich habe hier nochmal eine Folie, die von der Webseite von Google ist, denn das Thema Zensurresistenz muss ja irgendwie, da muss ja auch irgendwo ein Beleg sein, wo man sehen kann, da wird auch tatsächlich zensiert. Und Google hat hier diesen Euphemismus Transparenzbericht. Es ist eigentlich ein Zensurbericht. Und da wird berichtet, was denn eigentlich in welcher Menge zensiert wurde. Und zwar aufgrund von rechtlichen Vorgaben. Da gibt es vor allen Dingen die Persönlichkeitsrechtsverletzung. Da weiß man nicht so genau, was das war. Es können kleine Befindlichkeiten sein. Gerade aufgrund dieser Persönlichkeitsrechtsverletzung wird eben genau das eben nicht mehr publiziert, was da drin steht. Das sind hier immer Quartale. Letztes Quartal 2012 waren es eben 2400. Das sieht jetzt nicht nach viel aus, aber man muss dem halt auch glauben. Dann gibt es aber auch die Löschungen, die aufgrund von Urheberrechtsverletzungen stattgefunden haben. Und da sind das dann, das hier sind eine monatliche Kurve und man sieht, wie stark das ansteigt. Von Anfang 2012, wo die Anzahl der Löschungen noch nicht so klein war. Nicht so klein war, heißt hier im unteren Millionenbereich, ist das jetzt, die Folie habe ich gemacht, im Juli. Das sind, glaube ich, jetzt 18 Millionen URLs, die pro Monat gelöscht werden aus dem Google-Suchindex aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Und man kann auch sehen, also es sind jetzt 18, man kann auch bei Google sehen, wo denn die Urheberrechtsbesitzer sind, die das anmahnen und wo die Ziele sind, wo gelöscht wird. Das ist dann hier rechts, sieht man FileStube und die ganzen bekannten Share-Plattformen, die ja eigentlich eine schöne Linkliste hier sind, die Google da empfiehlt, indem sie zeigt, wo sie am meisten löscht. Es gibt natürlich auch das Thema Auskunftsersuchen und die Folie hatte ich ja schon in dem Prism-Vortrag gezeigt. Da wird halt auch sehr viele Personenstammdaten abgefragt, bis zu 24.000 in einem Quartal 2012, was sie offiziell sagen, aber es ist halt so, man muss das glauben, auch wenn sie jetzt 2009 in der Prism-Liste drinstehen, wo ja das Bestreben ist, dass alle personenbezogenen Daten eigentlich ständig im Zugriff sein sollen. Und Erik Schmidt, einer der Leiter von Google, sagt, da sollten wir uns einfach dran gewöhnen. Dann gibt es auch noch Auskunftsersuche von Strafverfolgungsbehörden. Das ist also das, wenn jetzt ein Gericht das beschließt, dass das ganz offiziell herausgegeben werden müssen und wo die herkommen. Da steht hier Vereinigte Staaten. Naja, aber es kann nicht sein, dass es so wenig sind, weil die müssen sich halt mit mehr Daten beschäftigen, schon diese Leute. Das ist das Rechenzentrum in Utah, wo die ganzen Daten dann drin sind. Also dagegen muss man was tun. Eine Möglichkeit ist der sogenannte Stealth-Mode. Man muss sich vorstellen, wenn eine Suchanfrage in einem Peer-to-Peer-Suchmaschinennetz an andere Teilnehmer geht, dann sehen die natürlich auch, was ich gesucht habe. Ja. Das Thema Anonymität kann man mit einem Peer-to-Peer-Suchmaschinennetz nicht so einfach lösen. Das ist kein Wunderwerk und es hilft auch nicht einfach nur beim Zielrechner einfach keinen Log rauszuschreiben, weil das kann ja jeder, das ist ja freie Software, Open Source, jeder kann das patchen und kann sich einfach selber einen Log rausschreiben. Deswegen gibt es hier den sogenannten Stealth-Mode, hier gibt es so einen Knopf, da drückt man drauf und dann wird einfach mal zwischendurch das Peer-to-Peer-Netz abgeschaltet und man sucht nur im eigenen Index. Man kann also ad hoc zwischen zwei Suchanfragen einfach mal auf Stealth-Mode drücken und dann weiß man, es geht nicht mehr raus. Wer will, kann ja auch mal so einen Tracker anmachen und gucken, ob das tatsächlich stimmt. Und das ist so. So ist das die Lösung, um tatsächlich einerseits dem Thema Zensur zu begegnen,
alle pflegen den Index. Man müsste alle beeinflussen oder sehr viele beeinflussen, um irgendetwas zu löschen. Aber Einzelne können schon sehen, was ich suche, außer ich gehe in diesen Stealth-Mode und schalte das aus. Ja? Das ist so ein Knopf und da steht auch eine Warnung, dass das beschreibt. Dann gibt es den Portalmodus. Viele Leute haben gesagt, ja, das ist ja toll mit Peer-to-Peer-Suche, aber ich möchte jetzt ein Suchportal nur für mich alleine machen, wo nur das drin ist, was ich haben möchte. Und das nennt sich Portalmodus. Und es entsteht immer, wenn man so ein Projekt hat, mit denen, wo verschiedene Komponenten sind. Zum Beispiel, man hat ein Diskussionsforum und dann hat man verschiedene andere Ablage, zum Beispiel ein Git-Repository, Bugtracker und irgendwie Dokumentation, Wiki und dann irgendwas zum Publizieren. Und meistens haben alle diese Komponenten, die haben eigene Suchinterfaces, aber wenn einer neu dazukommt, weiß man nicht so genau, wo man jetzt tatsächlich reingehen soll und wo man die Infos findet. Und dann schreibt einer was ins Forum und jemand antwortet, da hättest du mal in den Bugtracker gucken sollen. Und praktisch wäre es eben, wenn man eine Konsolidierung macht in Form einer Suchmaschine, die ganzen verschiedenen Komponenten unter einen Hut bringt. Das ist eben die Lösung, YASI einzusetzen dafür, dass man sich einfach ein eigenes Suchportal macht. Man macht dann bei all diesen Komponenten noch ein zusätzliches Suchfenster hin, wo man dann eben über alle Bereiche eines Projektes finden kann. Projektsuche, eine Lösung. Das gibt es auch als, wie soll ich das sagen, Communities. Das können auch ganze Städte sein, das können auch Universitäten sein. Die Uni Mainz setzt das beispielsweise ein, um die ganzen Server der Universität in einen Suchindex zu bringen. Die hatten dafür vorher eine Google Search Appliance, etwas, das man kaufen, was man mieten muss, was für eine 500.000 Dokumente 30.000 Euro im Jahr Miete kostet. Und die Uni Karlsruhe macht das auch. Ein paar mehr habe ich in der Liste, denen ich helfen soll. Das ist die Webseite von der Uni Mainz, die hat eben diese YASI-Suche. Dann gibt es das KIT, die haben das Suchinterface ein bisschen abgeändert und haben ihr eigenes drauf gemacht. Und es gibt eine API in YASI drin, wo man auch einen Standard nutzen kann, um Suchergebnisse abzufragen. Dann gibt es die Verwaltungssuchmaschine in Nordrhein-Westfalen. Da sind Verwaltungsdokumente drin, zum Beispiel so Anmeldebögen und Informationen über das Rathaus und Veranstaltungen und sowas von allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine öffentlich zugängliche Plattform. Und die hatten die Google Search Appliance im Vollausbau für 10 Millionen Dokumente. Das ist aber dann leider auch von der Lizenz her auf 10 Millionen begrenzt. Und die haben jetzt YASI da am Laufen. Wir hatten ein großes Projekt, wo wir ständig verglichen haben, was konnte die Google Search Appliance, was kann YASI noch nicht und was bauen wir dazu, damit ihr das auch kann. Und weil wir das Projekt abgeschlossen haben, wissen wir jetzt, dass ein YASI jetzt so leistungsfähig ist wie der Vollausbau dieses kommerziellen Produktes. Und das betreiben die jetzt seit Januar und sind da immer noch ganz zufrieden mit, haben inzwischen 18 Millionen Dokumente drin, weil der PDF-Parser offenbar hier bei uns besser funktioniert und weil natürlich die Lizenzgrenze nicht da ist. Das ist auch bei diesen ganzen Unis so gewesen, die haben diese Lizenzgrenze gehabt, wo sie hätten mehr zahlen müssen von 500.000. Dann haben die angefangen, Filter davor zu bauen, sodass sie quasi vor der Suchmaschine das abgeschirmt haben, dass es noch mehr gibt, damit er nicht diese Lizenzgrenze erreicht und damit die nicht mehr zahlen müssen. Das ist natürlich alles Quatsch. Ja, also man sollte sowas nicht mieten. Die Anpassung, die wir gemacht haben, die Free Software Foundation hat das als Portalsuche, das ich betreue. Und es gibt noch ein paar mehr. Es kommen immer ein paar mehr dazu. Es gibt jetzt auch eine Torsuche. Und das weiß ich nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Nachrichtensuche kann man machen. Belegarchivierung war eine Anforderung von Journalisten, die sagten, was ist denn, wenn da mal was gelöscht wird? Kann ich das immer noch finden? Ja, das ist also nicht davon abhängig, dass die Originaldaten noch da sind. Wenn ich sie erstmal indexiert habe, ich kann sie immer noch finden, die habe ich in meinem Suchcache mit drin. Ja, und natürlich Offline-Suchergebnisse. Ich muss zum Suchen auf meinem eigenen Rechner nicht online sein. Dann gibt es das auch noch für Spezialsachen. Ich benutze das zum Beispiel selber. Ich habe eine Ausschreibungssuche, die ich nur selber benutze, die für die Spezialbegriffe, wo ich Aufträge suche, eben bestimmte Suchanfragen habe. Und ich crawle immer so Ausschreibungsportale, sodass ich mir da auch so eine
eine eigene Alerts machen kann und bin damit auch in der Lage, sehr schnell reagieren zu können. Da habe ich auch hier so ein, genau, das ist so eine Kopie von meinem RSS-Reader. Vienna heißt der und da sind die verschiedenen Bereiche drin, wo ich dann eben von dem RSS-Reader die Suchergebnisse präsentiert bekomme. Das heißt, ich gehe nicht aktiv hin und suche ständig, sondern das Suchergebnis ist als RSS auslieferbar und ein RSS-Reader liest ständig die Suchergebnisse aus meinem eigenen Suchindex heraus. Und ich bekomme Suchergebnisse so, wie ich RSS-Nachrichten bekomme. Aber ich bin der Einzige, der diese Nachrichten bekommt. Das kann sich jeder selber bauen. Das ist ganz einfach und wir können das gleich in der Demo auch noch sehen. Ja, es gibt, wenn man erstmal so alle Webseiten von einem Host im Suchindex hat, dann kann man darüber auch so Strukturanalysen machen. Und eine lustige Idee war, dass man beispielsweise auf dem Server so browst, als säße man vor dem Dateisystem selber. Und tut nochmal nicht auf die Webseiten gucken, sondern man schaut sich einfach an, wie sind die denn da gegliedert, wie sind die Verzeichnisstrukturen und sowas kann man eben. Das ist nicht wirklich ein Reverse Engineering, es ist einfach eine Art der Auflistung der Dokumente, sodass man wieder sieht, wie wurden sie abgelegt. Man kann richtig anders stöbern. Links sieht man einen Linkgrafen, wo man die Verlinkungsstruktur zwischen den Domänen sehen kann. Das ist auch quasi etwas, das als Abfallprodukt anfällt, wenn man so einen Suchindex hat. Das kann man auch alles in so Viewern sich anschauen. Und dann noch die Idee zu jedem Suchtreffer. Die zitierenden Quellen finden. Also, ich gebe ein Dokument vor und sage, bitte schau von jedem Satz in diesem Dokument nach, ob du das nochmal woanders im Index findest und dann ordne es nach der Anzahl von Sätzen, die du tatsächlich als Kopie in dem anderen Dokument gefunden hast. Das war, ich habe mal einen Vortrag vor Journalisten gehalten und die Journalisten werden teilweise dafür bezahlt, wie oft sie kopiert werden. Das ist interessant, ja, sie, oder zitiert, sagen wir mal, sie schreiben einen Artikel und viele andere Portale zitieren daraus und die haben dann wirklich Abkommen und sagen, ich werde umso besser bezahlt, je öfter von mir Dinge geklaut werden. Und dann ist das für die interessant, sowas zu haben. Da hatte ich da ein Beispiel beim Hochwasserticker und dann drückt man dann unter dem Suchergebnis, das ist so ein Suchergebnis und da gibt es unten drunter so Optionen, da drückt man auf Citations. Und dann kriegt man hier so eine Liste und dann steht dann da ein ähnliches Dokument von einem anderen Host. Ja? Also das ist ein Dokument von Welt.de. Ja? Kam dann sehr viele Treffer wieder auf Focus.de. Das ist doch merkwürdig. Und das ist halt interessant, sowas automatisch entdecken zu können. Ja, dann gibt es halt auch noch Datenquellen, die danach verlangen, dass man die Suchergebnisse vielleicht anders darstellt. Beispielsweise, wenn man jetzt Treffer hat von einem FTP-Server, wo man jetzt keine Webseiten, sondern einfach nur Dateien hatte, ja, Musik und Videos, dann möchte man vielleicht das auch anders dargestellt bekommen als Suchergebnis, eben nicht eben wie so eine Web-Trefferliste, sondern eher wie in so einem Filesystem. Und wenn man dann Navigatoren hat, wo man sagt, da möchte ich jetzt nur MP4s haben beispielsweise, dann wäre es doch lustig, wenn man dann gleich alle Treffer auch runterladen kann. Also die Verbindung zwischen Suchen und Downloader, dazu gibt es eine Lösung in Yassi. Ja, das ist nochmal die Auflistung. Die ganzen Optionen, die wir hier schon durchgegangen sind, natürlich gibt es die ganzen Folien wieder später zum Runterladen. Das PDF tue ich irgendwo twittern oder ihr könnt das auch kopieren. Und das war jetzt die Theorie. Jetzt machen wir eine Demo. Und zwar versuchen wir das einfach mal alles live, was ich jetzt eben beschrieben habe. Wir liegen gut. Halbe Stunde haben wir noch Zeit. So, das sieht natürlich bei euch nicht so aus, wenn ihr das startet, sondern das ist jetzt aus der Entwicklungsumgebung heraus gestartet. Was jetzt passiert ist, dass ein Webserver gestartet wird. Dieser Webserver hat die ganzen Administrationsseiten, wie man Yassi administriert, als Webseiten. Das ist ja auch irgendwie natürlich, wenn man eine Websuche implementiert, dass die ganzen Seiten, mit denen man das bearbeitet, eben solche Webseiten sind.
Und wenn man das erste Mal startet, sieht man auch genau das hier. Gibt es fertig als Windows-Applikation, als Macintosh-Applikation, als Debian-Package und als TAR-File, wo man dann einfach ein Startskript startet, schreibt Start, dann startet das. Und hier kann man dann einfach mal was suchen. Suchen wir nach Kiel. Ich starte hier mit einem leeren Suchindex. Ja. Und jetzt werden Suchanfragen an andere Teilnehmer im Peer-to-Peer-Netz gerichtet und im Laufe der Anfrage wird das dann aufgebaut. Ich hatte hier vorher, da sieht man da keine Treffer drin. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Liste, die man sich vorstellen kann. Kann ich das hier? Na. Kleinen Moment. Ja, kommt die Systemeinstellung auch noch irgendwann raus. Hier läuft auch noch ein VNC-Server, der das Bild auf den Videoschnitt streamt. Warum kriege ich jetzt meine Systemeinstellung nicht? Wunderbar. Da ist es. Das wollte ich. So, machen wir das hier mal wieder weg. So, gehen wir mal hier. Das ist die Administration, die Yassir-Administrationsseite. Auf der linken Seite erstmal ein bisschen erschlagen, sehr viele Optionen und es wird dann auch noch mehr, wenn man dann auf einen der Punkte klickt. Da gibt es dann auch noch so viele andere Seiten und das zeige ich gerne mal als erstes. Wir sind also hier verbunden mit dem Peer-to-Peer-Netz. Dieser Kreis ist das Netzbild von Yassir, das ist also ein Live-Bild. Und wir sind auch hier im Yassir-Netz mit drin. Dieser rote Punkt in dem Netz, der zeigt uns selbst an. Also dieser Peer heißt hier BlackDev. Und wir haben einen besonderen Status hier, Junior-Status, das nennt sich so. Wir haben Junior- und Senior-Status. Wenn wir keinen offenen Port nach außen haben, sodass andere bei mir suchen können, dann habe ich den Junior-Status. Und wahrscheinlich liegt hier vor irgendwie ein NAT, sodass wir nicht von außen erreichbar sind, sodass man erstmal daheim konfigurieren muss, dass man von außen da erreichbar ist, bevor andere bei einem selber auch suchen können. Aber man kann selber immer sofort suchen, das haben wir auch gerade eben gemacht. Und wenn man Webseiten in den eigenen Suchindex hinzutun möchte, drückt man hier auf Crawler, Harvester. Das ist diese Funktion, die erstmal eine Webseite lädt und dann guckt, was gibt es für Folgeseiten und Folgeseiten davon und lädt die alle rein. Und dann machen wir es hier mit ein paar Seiten, die wir hier kennen. TopPoint. Das ist also hier die Startadresse. Ja, findet dann auf der Seite die ganzen Links, die ihr hier zeigt. Und dann wird der Crawler gestartet. Ja, also ich habe jetzt hier im lokalen Suchindex 500 Dokumente. Das sind die, die jetzt bei der ersten Suchanfrage schon reingekommen sind. Alle Suchergebnisse, die einmal von einer Suchanfrage reingekommen sind, sind danach auch immer wieder findbar, ohne dass ich weiteren Kontakt zum Peer-to-Peer-Netz habe. Und der Crawler zeigt hier an, dass er 197 Dokumente jetzt in einer Queue hat, die er laden möchte. Und die Seiten, die er jetzt gerade schon geladen hat, kommen hier in so einer Liste, die sich immer weiter fortsetzt. Man kann natürlich mehr Startpunkte da noch dazu machen. Nehmen wir hier die Kieler Linux-Tage und tun die noch dabei. Ups. Verschwunden. So füllt man also im Laufe der Zeit seinen Suchindex an. Nehmen wir hier noch. Na, das funktioniert. Die andere Top-Level-Domäne war hier von der Netzverbindung nicht zu sehen.
Ja, überall, wo hier oben so ein API auftaucht, das offenbart also, dass man da Fernsteuermöglichkeiten hat. Wenn ich da draufklicke, sehe ich zum Beispiel, dass die ganzen Informationen auch per XML abfragbar sind. Also das HTML-Interface selbst ist quasi die API. Ich kann ja mit einem WGET die gleichen Sachen hier reinschreiben. Und für diese Crawl-Starts gibt es auch so einen Scheduler. Da gibt es so eine Liste, was ich bisher so gemacht habe. Und da steht hier unten drin freifunk in kiel.de. Das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Das war ein Crawl-Start. Hier steht die Uhrzeit. Und jetzt könnte ich auch sagen, das Ganze möchte ich wiederholen. Ja, alle 7 Tage oder alle sieben Stunden. Hier rauscht was. Irgendwas rauscht hier. Ich habe nichts angeschlossen, was rauschen sollte. Bestimmt ein Ventilator hier. Das kommt aus dem Lautsprecher. Ja, das Ergebnis des Crawlings wird dann hier auch nochmal gelistet. Man kann das genau beobachten. Also von toppoint.de sind jetzt 187 URLs reingekommen. Und www.toppoint.de sind es 10, also der unterscheidet das. Es gibt dann hier diesen Host-Browser, in dem man dann, wie versprochen, dann auch ein bisschen das untersuchen kann. Da kann man auf toppoint.de mal sehen, wie die interne Ablagestruktur ist. Das ist also die Art, wie man nachträglich nochmal sehen kann, wie wäre das denn, wenn ich als Administrator auf das File-Verzeichnis schaue, dort, wo ich jetzt die Daten hernehme. Und da gibt es dann auch, sagen wir mal, hier diese Indexseite. Da gibt es so kleine I's und das sind die Referrer. Da sehe ich überall, woher dorthin gelinkt wird. Ja. Und da gibt es auch wiederum URLs, wo hier Loadfeld steht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass ich da irgendwie falsch verlinkt habe. Oder das ist ein anderer Grund, dass er nicht geladen werden kann. Aber oft ist es so, wo hier Loadfeld steht, da habe ich einfach Links, die sind so falsch in meiner Webseite drin. Das ist nicht ein Fehler hier von Yassi, sondern ein Hinweis darauf, dass die Webseite einen Fehler hat. Also das kann man damit machen und kann dann hier immer weiter durchstöbern. Und man kann natürlich hier eine Websuche machen. Und weil ich ja immer noch im Peer-to-Peer-Netz drin bin, gehe ich mal hier auf Stealth-Mode. Das ist also der Modus, wo ich nur lokal suche. Und dann kriege ich eben die Suchtreffer, die ich jetzt eben selber hineingetan habe. Das sind keine Treffer, die von außen kommen, sondern das sind Treffer, die ich nur selber jetzt eben erzeugt habe. Und ich kann dann eben darin weiter suchen. Ich habe aber hier auch noch einen Domain-Navigator und kann dann eben auf andere Domänen eingrenzen. Hier sind jetzt Domänen drin, die ich gar nicht selber gecrawlt habe, die aber aus irgendeinem Grund offenbar in meinem Suchindex drin sind. Was ist denn das für eine schreckliche Domäne hier? Was haben wir da? Seereisenportal. Und dann kann ich eben durch die verschiedenen Domänen hindurch navigieren und eben da Suchtreffer-Einschränkungen machen. Hier oben sehe ich auch noch einen Protokollnavigator und einen File-Type-Navigator. Wir können mal versuchen, das alternative Web-Suchinterface zu nehmen. Beispielsweise suchen wir mal nach PDFs. Ja, ich kann dann tatsächlich hier PDF-Dokumente finden. Über alles, was ich drin habe. IHK Schleswig-Holstein, das kam auch durch die erste Suchanfrage nach Kiel, kam das da rein. Und die Verbindung zwischen Suche und Downloader kann man erzeugen über diesen kleinen Knopf hier, Create a Download Script. Und dann kriege ich etwas, das ich einfach kopiere und in mein Terminal rein tue. Und das lädt mir dann alles runter. Es gibt nur eine andere Variante, so eine Verbindung zu machen, nämlich eine eigene Applikation, die sowas machen würde. Aber es ist der einfachste Weg. Bei Kongressen, wo gerne mal irgendwelche Verzeichnisse freigegeben werden, ist das immer ein großer Spaß, hier so sowas zu machen. Also der Werbespruch entdecke die Möglichkeiten gehört zwar zu einem anderen Unternehmen, aber es gibt halt lustige Dinge, die hier möglich sind. Wir schauen jetzt mal hier auf diese Netzgrafik. Da kann man dann auch hier sehen, wie Toppoint verlinkt ist.
Ja, das sind also Outgoing Links. Das ist auch im Hausbrowser zu sehen, wenn ich hier nochmal auf Toppoint gehe. Da sind dann unten drunter ist auch noch, ne? Das ist ja gar nicht angezeigt, macht was falsch. Da müssten eigentlich hineinkommende Links gezeigt werden, aber die sind, ach ja, dafür habe ich nicht genügend gecrawlt. Ich muss einen breiten Crawl machen, um das feststellen zu können. Was hatten wir denn eben? Was hatten wir denn eben hier bei Kiel? Kiel-Net-Anschlüssen. Also, ach du meine Güte. Was kam da bei Gründung nochmal? Ja, jetzt kommt Toppoint. Ja, das, dann nehmen wir das Seereisenportal und machen hier einen Expertencrawl. Also ich habe bisher immer hier den Webcrawl gestartet. Ja. Das ist also einfach nur, wenn man nur die eine Domäne haben will. Und wenn man aber jetzt andere Regeln haben will, wie der Crawler gesteuert wird, sodass er eben nicht, sich nicht auf die Domäne beschränkt, dann nehme ich eben hier diesen Crawl-Start, wo ich diese ganzen Filter, die mir sagen könnte, wie benimmt sich der Crawler, wo geht er hin, der hat hier einen Wildcard, sodass er eben die Domäne verlässt und dann eben in die Breite geht und dann muss man den immer noch weiter beschränken und sagen, wie weit soll denn das laufen? Ja, wann ist es beendet? Wenn ich nur eine Domäne crawle, dann ist es beendet, wenn ich alle Dokumente der Domäne habe. Wenn ich aber keine Beschränkung habe in der Domäne, dann muss ich es durch eine Ladetiefe beschränken. Also die Folgelinks der Folgelinks, das ist hier eben 3, das ist die Beschränkung. Wenn ich da eine andere Zahl reintue, dann sind es eben mehr. Da muss man aber vorsichtig mit umgehen, wenn man das hier auf 8 macht beispielsweise, dann wären das ja, wenn man annimmt, dass der Verlinkungsgrad einer Webseite 20 ist. Ja, also jede Webseite hat 20 Folgelinks. Dann kriegt man durch eine Crawltiefe von 8 20 hoch 8 Webseiten. Ja, das lässt sich sehr leicht ausrechnen, denn das ist 2 hoch 8 mal 10 hoch 8. Ja? 2 hoch 8 weiß ja jeder, 256 plus 8 Nullen macht 25 Milliarden Webseiten. Ja? Wenn ich also vorsichtig mit dieser Zahl. Ja, ich habe das jetzt gestartet, bin dann gespannt, was passiert. Und es gibt ja hier diesen Monitor. Ich habe also nicht alles, was ich jetzt hier gerade mache, schon vorher ausprobiert, nur teilweise. Man kann also diesen laufenden Crawls hier beobachten und kann auch sagen, jetzt Toppoint ist jetzt mehr genug, das tue ich jetzt mal terminieren. Jetzt ist hier nur noch einer übrig von Toppoint, der hat aber offenbar gerade gezogen und fängt an, die Seereisenportal-Webseiten dann zu laden. Und hier sieht man, dass um seereisenportal.de direkt hier so links herum entstehen, wo die weiteren anderen Hosts mit bekannt werden, weil sich hier diese Verlinkungsgrad-Grafik weiter aufbaut. Und da sind dann eben noch mehr Domänen müssten jetzt hier hineingekommen sein. Also er ist jetzt hier auf Cruise Ship Info, hafenhamburg.de, Kreuzfahrtenzentrale und so weiter. Also baut sich das auf und man sieht dann plötzlich, wie das in die Breite geht. Und es sind verschiedene Regeln, die man sich da überlegen kann, wie das zu begrenzen ist und wie das Interessensgebiet aufhört. Eine andere Möglichkeit zu harvesten ist auch das, was man bei Konferenzen mit freigegebenen Laufwerken gerne macht. Das ist eben der Netzwerkscanner. Da kann man sagen, ich habe hier toppoint.de, aber bitte, was für Protokolle laufen denn da sonst noch? Ja, hat der vielleicht noch einen FTP-Server laufen? Und dann kann ich das scannen. Ich hoffe, dass ich Glück habe. Aber ich habe bei irgendeinem habe ich hier Treffer gehabt. Vielleicht war es Freifunk Kiel.
Auch nicht. Also bei einem der Testdomänen, die ich hier hatte, sah man, dass dann noch verschiedene andere FTP-Server laufen. Und wenn die einen Anonymous-Zugang haben, um Daten abzufragen, liefert der mir hier eben auch eine Möglichkeit, das gleich alles mit in den Index zu ziehen. Das ist jetzt der kleine Anfang, wie man sowas konfiguriert. Und dann kann man eben hingehen und sagen, ich möchte das jetzt anpassen. Ich möchte oben eine andere Grußzeile haben. Also wenn ich das als meine Portalsuche mache, dann kann ich beim Klick auf eine Grafik oben auch eine andere Webseite aufrufen, beispielsweise das von einem Projekt, und da auch eine andere Grafik einbinden und kann viele andere Dinge konfigurieren, zum Beispiel auch, ob bei einem Klick eine neue Seite aufgeht oder nicht, und kann dann auch beim Layout sagen, ich möchte bestimmte Funktionen unter dem Suchbegriff haben, also Metadaten, Anzeigen, Parser, Citation, Pictures, Daten aus dem Cache und auch welche Navigationsmittel angezeigt werden sollen, kann man da reinmachen. Und dann gibt es auch noch eine Hilfe, wie man so eine Suche in andere Webseiten rein integriert. Beispielsweise hier einfach so ein HTML-Snippet, das kopiert man einfach in seine eigene Webseite mit rein und dann hat man die Suche dort integriert. Das ist eine Hilfe, damit man eben schnell dazu kommt, das irgendwo einzubauen. Nicht zu vergessen, es ist ein integrierter Solr. Solr ist die Suchmaschinentechnik, die noch unten drin ist. Und wer Solr kennt, weiß, dass es dazu ein XML-Interface gibt. Und das ist hier nach außen geführt. Das ist also die Standard-Solr-API ist hier mit drin. Und da kann man ganz genau die gleichen Queries hier oben reinmachen, wie das bei Solr ist. Ist da nichts drüber gepatcht oder so, ist der native Zugriff darauf. Man sieht auch alle Bestandteile der Daten, die hier indexiert wurden, die im Suchindex drin sind. Da gibt es ein sehr großes Schema, Index Administration. Ich könnte hier noch lange Dinge zeigen. Also hier ist das Solr-Schema, da sieht man, welche Felder es gibt. Es gibt welche, die sind nicht von Anfang an, man kann die aber zusätzlich anmachen, man kann aber auch Felder, die da sind, ausmachen. Und man kann sogar einen externen Solr, der schon existiert, mit Yassi befüllen, indem man die Bezeichner des fremden Schemas hier einträgt. Ja? Dann muss man es aber nur noch konnektieren, dazu gibt es hier diese Index Sources and Targets, und da schreibt man dann hier die Adresse des externen Solrs rein. Und hier unter dem Link ist ein Wiki-Artikel, der das nochmal ganz genau im Detail beschreibt, was man da machen muss. Man kann also den Suchindex auch extern haben und das hier nur als Frontend benutzen, um ein Suchinterface zu haben und eben die Suche zu befüllen. Das heißt, wenn die Frage da ist, nehmen wir Solr oder nehmen wir Yassi, dann gibt es diese Frage gar nicht. Ja? Man nimmt nämlich immer Solr, aber nimmt man nur Solr, dann muss man anfangen, noch ein Suchinterface zu bauen. Man muss irgendwas betriebsunterstützende Maßnahmen machen, wie ein Scheduler. Und das ist hier alles schon drin. Es ist also eine industriell fertige Lösung. So, gibt es denn dazu Fragen? Funktioniert dann auch andersrum, dass ich quasi den Solr-Index befüllen kann und dann Yassi darauf loslaufen lassen kann? Man kann... Also extern irgendwie... Man kann einen externen Solr erst extern befüllen und dann Yassi als Suchinterface benutzen. Ja, das ist selbstverständlich. Also ja. Quasi als zusätzliche Datenquelle neben dem, was Yassi so crawlt, war so meine Überlegung. Man kann darüber auch ein Cluster aufbauen, indem man hier sagt, sowohl der interne als auch der externe Solr sollen gleichzeitig benutzt werden. Das geht selbstverständlich auch. Man kann gleichzeitig den internen als auch den externen benutzen. Und dieses Feld hier ist extra so groß, indem man hier mehrere Zeilen reinmacht. Man kann mehrere externe Solrs als Datenquelle benutzen. Beim Befüllen wird ein Sharding gemacht. Das heißt, es wird nur einer der externen Quellen dann befüllt. Beim Lesen werden alle gleichzeitig abgefragt. Ja, also sind da sehr große Skalierungsmöglichkeiten da. Weitere Fragen? Ja? Portierung auf Smartphones, wie sieht es damit aus? Also ja, ist da schon eine Entwicklung? Oder, Ich bemühe mich momentan, das Ding noch auf dem Raspberry Pi zum Laufen zu bekommen. Das ist eine kleine Speicherproblemstellung da. Bei Smartphones ist es so, dass es Sinn machen würde, dort bestimmte Suchclients zu bauen.
aber da bin ich für Hilfe sehr willkommen, ja, sehr dankbar. Ich habe zwar auch schon mal eine Android-App gemacht und es sind auch andere Leute, die Yassi-Entwickler sind. Wir haben schon mal eine Karten-App gemacht. Wir haben eine OpenStreetMap XML-Datensatz, also eine Word-Datei. Da haben wir die POIs, die Point of Interest, extrahiert und bei Yassi importiert. Also es gibt hier einen Standard, um Daten zu importieren, Dublin Core. Ja, das ist ein ganz normaler Bibliotheksstandard. Dafür gibt es so ein Übergabeverzeichnis, da legt man das einfach rein und Yassi zieht sich das dann in den Solar-Index rein. Und das haben wir aus OpenStreetMap exportiert und dafür haben wir einen Viewer auf Android gemacht. Ja, also, aber das ist alles Beta. Aber sowas wäre natürlich interessant. Ja? Und zwar, wenn man häufig in verschiedenen lokalen Netzwerken unterwegs ist, mit lokalen Adressen, ja, und das sowas laufen lässt, da kann man ja wahrscheinlich auch lokale Netze mit durchsuchen. Ja. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, so, ich bin jetzt in diesem Netz, ich hinterlege jetzt zum Beispiel ein Alias für Netz 1, also privates Netz 1 oder ein Alias für privates Netz 2? Es gibt eine Trennung zwischen Intranet und Internet. Dazu gibt es hier, wenn man das erste Mal auf dieses Administrationsinterface geht, dann sieht man das hier. Und dann kriegt man die Frage gestellt, willst du denn jetzt wirklich Community-Based Web Search Peer-to-Peer machen? Ja, oder willst du dein eigenes Portal machen? Das wären aber jetzt die Optionen in der Mitte, das sind eben dann nur Seiten aus dem Internet. Und dann gibt es die Option rechts, nur Seiten aus dem Intranet. Es muss hier so eine strikte Trennung geben, damit es eben nicht, wenn man anfängt, Intranet-Dokumente in den Index zu tun, dass es dann noch Peer-to-Peer-Aktivitäten gibt. Es gibt hier verschiedene... Mehrere Intranets quasi anlegen. Ja, und man muss dann, wenn man verschiedene Suchindizes haben möchte, die voneinander getrennt sind, muss man das mit getrennten Yassis machen. Das ist aber nicht so schwierig, weil Yassi läuft genau auf einem Port und man kann in der gleichen Konfiguration hier unten sagen, ich hätte gerne einen anderen Port. Und so trennen die sich. Aber man kann tatsächlich auch wieder in der Solar-Konfiguration das Solar-Interface des anderen Yassis angeben als externe Indexquelle, sodass sie sich dann wieder konsolidieren lassen. Interessant. Stellvertretend für unseren amtierenden Außenminister, gibt es auch eine deutsche Benutzeroberfläche? Ja, hier oben, es gibt auch noch viel mehr andere Sprachen. Es ist relativ einfach, da eine Übersetzungsdatei draus zu machen. Man klickt hier Deutsch und dann sollte der Rest eigentlich auf Deutsch sein. Das wird also jetzt in diesem Moment tatsächlich werden alle Webseiten übersetzt. Deswegen dauert das beim ersten Umschalten ein bisschen länger. Und dann ist alles auf Deutsch. Danke. Beim Stichwort Intranet und Internet. Wenn ich jetzt einen Index habe, wo sowohl Intranet-Daten als auch Internet-Daten drin sind, kann ich dann auch eine Unterscheidung machen, ob ich aus dem Intranet suche und dann Intranet-Treffer anzeigen und aus dem Internet suche und dann Internet-Treffer anzeige, beziehungsweise wenn ich aus dem Intranet suche, beides halt? Also die Kombination von Intranet und Internetseiten haben wir anfangs nie zugelassen. Zulassen heißt in diesem Fall, es gibt nur eine Konfigurationsdatei, wo es drin steht. Es ist auch in dieser Auswahl hier nicht möglich. Es gibt aber hier nochmal eine andere Stelle, wo man das explizit anwählt. Und da kann man dann sagen, All IP. All IP lässt einfach alles zu. Ja, aber ein Benutzer, der das einstellt, der muss schon wissen, was er tut. Ja, also zur zweiten Teil des Frage, kann ich danach selektieren? Nein. man kann natürlich mit dem Site-Parameter sagen, ich möchte nur von einem bestimmten Host was bekommen. Aber zu sagen, ich möchte nur Ergebnisse bekommen aus einem Intranet-Bereich, dafür gibt es keine Navigation bisher. Ah, das könnte man auch über zwei Instanzen regeln, dass man eine Instanz hat, die einen Index hat für das Intranet, genau. Eins fürs Internet und genau. Dann kann man den Solar entsprechend als Quelle mit angeben. Genau, so kann man das machen. Ich habe eine Frage zum Thema Anonymität. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch diesen Crawler, der, wenn man jetzt irgendwas indiziert, ja, alles runterlädt. Ja. Das heißt, da produziert man eine Menge Internet-Traffic, wo man sich erstmal meldet, dass man irgendwie Interesse hat, wenn ich das richtig verstehe. Also Sie meinen, es ist irgendwie auffällig, wenn man ja, das tut? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich habe da bisher noch nie irgendwie eine Rückmeldung bekommen, dass einer sagt, lass das mal sein.
Außer man, man macht das zu aggressiv. Wenn man zu viele Webseiten pro Sekunde lädt, dann werden dann schon mal Webseitenadministratoren darauf auf, das fällt denen auf. Und deswegen gibt es, und das ist eben eine Geschwindigkeitsbremse in Yassi, eine natürliche Bremse für Seiten aus dem Internet ist maximal 2 Seiten pro Sekunde. Das bedeutet maximal 120 Dokumente pro Minute. Das ist eine hart kodierte Grenze, die nur dann offen ist, wenn man im Intranet crawlt, dann ist die nicht da. Dann geht es so schnell, wie es geht. Außerdem misst Yassi die Antwortzeit vom Target-Server. Wenn der für jede Anfrage 5 Sekunden braucht, dann macht Yassi danach wieder 5 Sekunden Pause, bis er die nächste Anfrage macht. Nicht, dass man das kann schon mal sein, wenn ein anderer Server überlastet ist, beispielsweise weil die Antworten aus einem aus einer Datenbank kommen und der Datenbank-Cache ist nach dem ganzen Crawlen dann plötzlich leer gelaufen, dann wird das Ding immer langsamer und da darf man nicht selber nicht noch aggressiver werden, sondern muss man selber auch langsamer werden, damit man nicht dann den Administrator auf sich aufmerksam macht. Also es gibt da eben automatische Grenzen, die dafür sorgen, dass man immer nett zu den anderen Servern ist. Aber es gibt da keine rechtlichen Grenzen. Wir haben zum Glück da... Ich dachte mir, Richtung Anonymität, dass man nicht... Wenn man da anfragt, gut, kommt drauf an, was für Informationen man über sich selbst preisgibt. Seine IP natürlich erstmal. Und noch mehr dazu kommt. Natürlich wird die eigene IP-Adresse bei jedem Zugriff auf eine andere Webseite dann bekannt. Ansonsten funktioniert das Netz ja nicht. Der Crawler identifiziert sich selbst aber als Robot, als Yassi-Bot. Also er hat den User-Agent Yassi-Bot. Und inzwischen ist das bekannt, dass es diesen Crawler gibt. Es ist also nichts Ungewöhnliches, wenn der auftaucht. Ist ja peer-to-peer. Ja, eben. Das machen ständig Leute. Ja? Okay. Also jeder gibt als erstes und das bitte nicht machen, immer heise.de ein. Ja? Natürlich habe ich mit den Leuten auch schon Kontakt deswegen gehabt. Aber das sollte bei den Standardeinstellungen des Crawlers eben kein heftiges Problem sein. Die können einiges ab sowieso. Ja, noch mehr Fragen? Wie sieht das mit den Ressourcen an? Wie ressourcenhungrig ist das Ding, wenn ich das bei mir auf einem kleinen Server laufen lasse oder tatsächlich bei mir auf einem Heimrechner, wenn ich die Datenbank mit entsprechend vielen Millionen Datensätzen gefüllt habe, wie groß wird das Ganze? Ja, also vom RAM-Bedarf her ist es so, dass es nicht einfach ist, einfach mal ein PDF zu parsen. Dafür müssen Reserven da sein. Yassi hat bei der Standardeinstellung schon 600 Megabyte eingestellt, dass es für sich in Beschlag nimmt. Das kann man natürlich für Spezialanwendungen runterschrauben. Und je größer der Index wird, desto mehr sollte dazukommen. Wenn man einen großen Webindex macht mit 10 Millionen Dokumenten, dann braucht man einige Gigabyte Platz auf der Platte. Der über den Daumen gepeilt braucht man so viel Platz auf der Platte, wie das Dokument, das man reinlädt, groß ist. Dabei darf man aber nicht die Bilder, die normalerweise auch bei Webseiten dabei sind, dazu rechnen, sondern das reine HTML, was eigentlich nicht so viel ist. Ja. Yassi wird immer gesagt, es ist sehr ressourcenintensiv, ist es aber gegenüber kommerziellen Anwendungen gar nicht. Die ballern ihre Server mit RAM voll, da sind dann 64 GB RAM drin. Bei Geräten, die man für 30.000 Euro im Jahr mietet, ist das dann auch überhaupt kein großer Preis, den man da opfern muss. Aber dagegen sind wir ressourcenschonend und man sollte dann bei 10 Millionen Dokumenten auch 4 bis 6 Gigabyte RAM vorsehen und ziemlich viel auf der Platte. Aber das kostet ja heute nichts mehr. Ja, ein Terabyte für 70 Euro. Ja. Ich hätte noch eine Frage zum Peer-to-Peer. Wenn ich jetzt so ein Yassi das erstmal aufsetze, wie findet er seine Peers? Beziehungsweise kann ich auch quasi eine eigene Wolke definieren, also sagen, dass ich quasi mein eigenes Peer-to-Peer-Netz mit Yassi aufziehe? Ja. Es gab mal dazu einen Artikel in der EX, das es genau beschreibt, aber das ist gar nicht so schwierig. Es gibt eine Netzwerkdefinitionsdatei. Diese Netzwerkdefinitionsdatei sagt, wo die Adressen sind, wo ich sogenannte Seedlisten runterladen kann. Und Seedlisten werden von den Peers selber erzeugt. Ein Peer kann eine Seedliste erzeugen, indem er ständig einen Dump seiner gesamten bekannten Peers macht. Und das schreibt er irgendwie beispielsweise per FTP
irgendwohin, wo man es per HTTP wieder laden kann. Und die Orte, wo diese HTTP-Adressen sind, die kommen in die Netzwerkdefinitionsdatei rein. Und genau das hier, das ist die Selektion der Netzwerkdefinition. Ja, man schreibt einfach in ein Verzeichnis noch eine weitere Netzwerkdefinitionsdatei, einfach eine alte kopieren, dann die Seedlist-Adressen ändern und schon kann man hierüber sein eigenes Netz dann eben aufbauen. Man muss dann nur in der Standardinstallation, die man dann selber publiziert, eben die Standard, das Standardnetz, das per Default ausgewählt ist, eben auch ändern. Und unter welcher Lizenz steht das Ganze? GPL. Wunderbar. Ja, wenn man es runterlädt, Source Code ist immer dabei. Ich denke, wir sind am Ende angekommen. Wer danach noch Fragen hat, ich stehe also bis heute Abend um 6 für Fragen bereit. Also bitte einfach nur zu mir kommen und wir können ausprobieren und Spezialanwendungen durchsprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.